Willkommen zurück zu Raw. Der SummerSlam ist vorbei. Was für ein Main Event. Jeff Hardy ist zurückgekehrt. Ja, da hat keiner von euch mitgerechnet. So, nochmal für die Leute jetzt kurz, bevor ich jetzt anfange mit dem nächsten Raw-Part, die gesagt haben, bei mir hängt das Video. Das habe ich gesehen, bei mir hing es auch, als ich dann nachgeguckt habe, wieso es hing bei dem Ryback-Einzug. Also ich rede jetzt von dem letzten Video, von dem Match von Jeff Hardy gegen Ryback. Da müsst ihr bitte einfach das Video, die Seite nochmal neu laden, dann hat es bei mir nicht geruckelt. Aber ich weiß, was ihr meint, bei mir hing das auch fest an der Stelle. Ich weiß nicht wieso, ist keine Fehlermeldung gekommen, bei YouTube steht auch nichts. Also sonst steht da schon mal fehlerhafter Upload, aber diesmal kein Fehler. Vielleicht einfach noch mal ein paar Mal neu laden. Also ich hoffe, also bei manchen von euch scheint es ja geklappt zu haben. So, und ich hoffe, euch hat das gefallen. Also SummerSlam, das, was da passiert ist. CM Punk wird erst angefahren von, wir wissen bisher noch nicht von wem. Und dann ist auf einmal Jeff Hardy wieder da und tritt gegen Ryback an. Ja, Ryback, der hat trotzdem verteidigt. Der hat sich da nicht von beeindrucken lassen. Und natürlich seid ihr in den Kommentaren direkt abgegangen wie die Irren. Kenne ich ja nur so. Und ihr habt natürlich direkt geschrieben, ja, ich will Jeff Hardy sein, ich will Jeff Hardy sein, bitte gib mir Jeff Hardy. Also eigentlich müsste ich es jetzt so machen, dass der, der zuerst geschrieben hat, die noch kriegt. Nur ich werde das ein bisschen anders machen. Unter dieses Video können jetzt alle, die Jeff Hardy sein wollen, drunter schreiben. Alle, auch die schon einen haben und Rex wechseln wollen. Da war zum Beispiel einer, der wollte von Seth Rollins wechseln zu Jeff Hardy. Alle, die wollen, können jetzt hier drunter schreiben. Dann werde ich per Video ein kleines Video machen, das werde ich, glaube ich, hier vor die nächste Raw-Ausgabe dann hängen und da werde ich euch dann zeigen, da werde ich eine Zufallszahl ziehen und da dann auswählen, welchen Kommentar ich wähle und der Kommentar beinhaltet dann, wer Jeff Hardy sein wird. Gut, wir kommen zu Raw. Ich hatte mir gedacht, bis ihr den SummerSlam komplett geguckt habt, nehme ich nicht weiter auf, damit wir wieder auf demselben Stand sind, damit ich jetzt machen kann, was ihr wollt. Und ich kann auch schon mal ankündigen, was am Mittwoch bei Freitag, wir sind jetzt ein bisschen aus dem Rhythmus raus, jetzt muss ich kurz überlegen, das Video hier seht ihr heute ist Mittwoch, ausnahmsweise mal, das ist jetzt alles ein bisschen auseinandergerückt, muss ich mich nochmal entschuldigen, kam länger kein Video, weil ich im Urlaub war, das war einfach nicht möglich, da hochzuladen, jetzt kam ja fast eine Woche gar nichts. Auf jeden Fall. So, Raw, wenn ihr das Video jetzt guckt, ist Mittwoch, der, ich kann mal eben aufs Datum gucken, also heute, wo ich aufnehme, ist Montag der 3., aber wenn ihr das Video jetzt seht, ist der 5. Dann Breakdown am Freitag und Smackdown am Sonntag, so damit wir dann in der nächsten Woche wieder normal durchstarten können. Und die Ankündigung, die ich machen wollte, halt heute ist normal Raw, heute am Mittwoch, wenn ihr das Video seht. Und am Freitag, da wird bei Breakdown, wird nach langer Zeit nicht Luca Rano in Action sein. Wir sind ja jetzt Intercontinental Champion, ich will mich jetzt nicht zurücklegen und, sagen wir mal, meinen Titel hier nicht mehr verteidigen, nur ich wollte ein bisschen Abwechslung. Und zwar werden wir, weil der Titel nicht dran kam, bei Breakdown im Main Event die APA sehen gegen Edge und Christian und es werden die Tag Team Gürtel auf dem Spiel stehen und es wird ein Tag Team Ladder Match. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Edge und Christian, die stehen ja quasi für Tag Team Ladder Matches und die APA, finde ich, die können ruhig ihren Titel nochmal verteidigen. Also wisst ihr schon mal, was da passiert? Wir werden vielleicht auch ein Match haben, nur keine Ahnung, wenn wir ein Match haben, werde ich das simulieren. Was ich eigentlich ein bisschen blöd finde. Vielleicht werde ich mich auch aus der Matchcard streichen. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Dann sehe ich, was ich mache. So, dann kommen wir jetzt aber zu Raw. Match Nummer 1. Jack Swagger gegen Ryback. Ja, das ist ein ziemlicher Gegensatz. Jack Swagger, der bei SummerSlam verloren hat gegen Zack Ryder. Der wurde ja ziemlich platt gemacht von dem. Gegen Ryback, der ja Jeff Hardy besiegt hat. Also WWE Champion gegen den Verlierer des United States Championship Matches. Ja, und Ryback gewinnt. Ryback scheinbar unaufhaltbar. Kofi Kingston gegen Dolph Ziggler. Ziggler beim Pay-Per-View mit einer Niederlage? Ich glaube, war es eine Niederlage? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß gar nicht, schon richtig lange her für mich. Es war, glaube ich, eine Niederlage in dem Tag Team Match. Und da hat sich auch Kofi Kingston eingemischt. Und zack, habe ich vom Universe-Modus hier dieses Match bekommen. Kofi Kingston zurückgekehrt gegen Dolph Ziggler. Unseren Mann, der bei Vengeance, ich kann es ja nochmal sagen, auf Ryback treffen wird. Und es gewinnt Kofi Kingston. Oh, okay. Kofi feiert also ein erfolgreiches Debüt. Oder erfolgreiche Rückkehr. Match Nummer 3. Jimmy und Jey Uso, die Uso Brothers. Gegen Big Show und Kane. Da hat sich scheinbar ein Tag Team gegründet beim SummerSlam. Ja, und Big Show und Kane gewinnen. Und wiederholt Big Show den Sieg, diesmal gegen Jey Uso. Match Nummer 4. Finde ich auch sehr interessant. Alberto Del Rio gegen Rey Mysterio. Alberto Del Rio ist ein bisschen abgetaucht in letzter Zeit, hat ja verloren beim Pay-Per-View in der Pre-Show. Und Rey Mysterio, klar, der musste gegen Mark Henry ran, konnte sich nicht holen, aber er ist ja immerhin noch Tag-Team-Champion.
Dieses Match gewinnt Mexican gegen Mexican Rey Mysterio. Also das ist unglaublich. Rey Mysterio gewinnt fast alles. Und dann kommen wir jetzt zum Main Event. Und da war ich ein bisschen erschrocken eben. Daniel Bryan trifft auf John Cena. Der bisher ja bei uns noch gar nicht in Erscheinung getreten. Dann gucke ich eben. Und auf einmal steht da John Cena und ich dachte so, nein, das kann doch nicht sein. Mr. Over Cena, der ja wieder alles gewinnt. Ich hoffe, das wird sich nicht so bewahrheiten. Denn wir wollen ja nicht, dass Cena hier wieder alles besiegt. Das wäre wieder ziemlich kacke. Ich erinnere mich da noch an WWE 12, da war Cena ja quasi unaufhaltbar, hat alles platt gemacht. So, dann bin ich doch jetzt mal gespannt. Daniel Bryan, aber ich dachte, die Musik kommt nicht. Doch, da kommt sie doch. Kam gerade nicht direkt. Das ist ein 1 gegen 1 Match. Nichts Besonderes. Daniel Bryan gegen John Cena. Gab es das Match schon mal? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt gab es das schon. Ja, ich drücke jetzt mal in diesem Match Daniel Bryan die Daumen. Allein, weil ich nicht so der Cena-Fan bin. Ja, und manchen wird es jetzt auffallen, das ist der erste Auftritt von der Version von John Cena. Ich wollte einfach, für mich gehört, auch wenn ich ihn nicht mag, John Cena zur WWE. Und den habe ich ja bisher wenig bis gar nicht beachtet. Und vor allem, ich hatte diese You Can See Me Doctor of Fugonomics Version von ihm nur im Roster. Aber jetzt habe ich den Original John Cena, so wie er sein soll. You Can't See Me. Ja, von vielen gehasst, von ganz vielen geliebt, von ganz vielen gehasst. So könnte man sagen. Das trifft's am besten. Und jetzt mit seinem ersten Match nach Vengeance. Und natürlich, der will natürlich auch ins WWE Champion Titel Match eingreifen. Vielleicht irgendwann. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, dann sehen wir jetzt, was passiert. John Cena gegen Daniel Bryan. Daniel Bryan rastet mal direkt aus. Direkt geht er ab, aber da kommt Cena. Typische Aktion, Überwurf. So, dann können wir jetzt mal die Uhren stellen. Ich hoffe, ihr werdet nachher nicht zu enttäuscht sein, wenn das Match relativ früh vorbei ist, weil Cena, der gibt ja hier natürlich mal direkt Vollgas. Also wie gesagt, so ein paar Matches habe ich ja jetzt schon angesetzt. In der Pre-Show von Vengeance, also wir gehen erstmal kalendarmäßig vorwärts. Erstmal, es gibt ja 4 Punkte, die ich ja schon sagen kann. Freitag, also jetzt am Freitag bei Breakdown, in dieser Ausnahmewoche, wo alles an einem anderen Tag ist. APA gegen Edge und Christian, World Tag Team Championship bei Breakdown, Ladder Match. Dann bei, jetzt lass mich nichts überstürzen, genau nach, nee, Pre-Show von Vengeance, Pre-Show, wird der Shield auf Rey Mysterio und Sin Cara treffen. Was habe ich nochmal gesagt? Wer wird in dem Match drin sein? Ich glaube, das werde ich noch spontan entscheiden. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt, wenn ich da rein haben will, aber ich werde es noch spontan entscheiden. Auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal festlegen, das dritte Mitglied vom Shield wird nicht am Ring sein, einfach aus Fairnessgründen. Ihr hattet noch vorgeschlagen, dass JBL am Ringrand sein soll, aber JBL, du willst das Match gar nicht. Du kommst noch selber in ein Match und dann hast du gar keine Zeit, weil das habe ich dir versprochen, das Match, das habe ich ja schon mal gesagt, wegen Antonio Cesaro, Turnier und so. Das kommt ja alles noch. Cesaro ja immer noch verletzt. Der Titel muss ja auch noch ausgekämpft werden. Das wird nämlich bei SmackDown passieren. Das hatte ich jetzt gerade vergessen. Da werde ich auch noch nicht mehr zu sagen. Auf jeden Fall bei SmackDown jetzt am Sonntag im Main Event steht der Intercontinental Champion Titel auf dem Spiel. Er ist ja vakant zurzeit, weil Cesaro ihn verloren hat. Wer in dem Match drin ist und was es für ein Match wird, will ich noch gar nicht sagen. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen, dass es geil wird. Das würde ich einfach mal so sagen. So, was kann ich denn noch sagen? Vengeance, ja, nicht unbedingt Main Event, aber ein Match wird halt sein, WWE Championship Ryback gegen Dolph Ziggler. Allein, das ist halt der Turniersiegerbonus, den sich Dolph Ziggler verdient hat. Und dann nach Vengeance in der Raw-Ausgabe wird die WWE Draft stattfinden. Das wird folgendermaßen vorstellen, ich werde also es gibt ja insgesamt 5 Matches auf der Card. Es gibt 4 Einzelmatches, ein Tag-Team-Match. Für jeden Sieg, also für ein Einzelmatch, bekommt man ein Los quasi. Und für den Tag-Team, das Brand, was da gewinnt, das werden also 2 von SmackDown sein gegen 2 von Raw. Wer da gewinnt, kriegt 2 Lose. Also heißt, wenn man theoretisch alle gewinnt, hat man 3-3. Also 4 Einzelmatches und ein Tag-Team-Match. Wer rechnen kann, weiß, dass das 6 Tickets sind. Also kann man im besten Fall 6 Superstars zu sich ins Lager transferieren quasi. Und dann werde ich noch eine Interactive Raw Draft machen. Heißt, aus einem Grund zum Beispiel, wenn jetzt wirklich, sagen wir mal,
einfach ein Beispiel, Raw wirklich 5 Leute kriegt und SmackDown nur einen, dann wäre der Roster richtig unausgeglichen. Dann würde ich es noch selber, so 2-3 selber, wie das auch in der wirklichen WWE immer passiert, mit den weniger namenreichen Leuten, wie das auch immer passiert. Das werde ich dann auch noch machen. Also das wird auf jeden Fall passieren bei Raw nach Vengeance. Also es ist ja noch lange hin, das ist ja erst heute in einem Monat. Also eigentlich erst Moment, heute, wenn ihr das Video seht, ist Mittwoch. Am letzten, also 2 Tage rückwärts, Montag und dann in einem Monat. Da müsste dann Raw sein, wenn ich mich an Upload-Kalender halte. Glaube ich aber schon. So, und Cena, der geht jetzt, um mal hier zum Match zu kommen, an den Kommentatorentisch. Und im Einzelmatch kann das ja wieder für richtig krasse Action stehen. Cena gegen Daniel Bryan. Generell ein Match, was ich sehr geil finde. Das würde ich auch gerne mal im Pay-Per-View sehen. Vielleicht irgendwann mal um den WWE Championship. Und es ist nochmal, ich kann sagen, nur die Champions sind, also nur weil man Champion ist, heißt das nicht, dass man gesichert ist vor dem WWE Draft. So, Cena, der geht jetzt in den Ring. Sieht schwer nach Elbow aus. Und da kommt der Elbow Drop von John Cena. Ja, der kommt zurück zu Raw und fängt hier mal direkt mit so einer Action an gegen Daniel Bryan. Da hat sich, glaube ich, auch gerade die Hand ein bisschen wehgetan. Und nochmal Belly-to-Belly-Suplex auf den, auf die Tischwand. Und da ist The Rock! Da ist The Rock! Was macht denn The Rock hier? Also Leute, ich schwöre, das ist nicht planmäßig. The Rock ist nicht mal im Roster drin. Ich weiß nicht, wieso der hier ist. Also das ist meine Wendung hier bei Raw, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich hätte ja mit allem gerechnet. Ich hatte erst gedacht, so aus dem Augenwinkel ist Ryback, weil ich gerade in dem Moment nicht geguckt habe, richtig. Aber dann kommt The Rock. The Rock einfach mal so. Ja, wenn es sonst nichts ist. Ich sehe es ja schon kommen. Vengeance Main Event The Rock gegen John Cena. Ja, und jetzt John Cena realisiert so langsam, dass da The Rock ist, der da außen am Ring steht. Leute, ich schwöre, The Rock, ich kann es von mir aus in einem Thumbnail mal hochladen bei Facebook. The Rock ist nicht im Lager, nur halt bei Breakdown, die andere Version, die ältere. Diese The Rock-Version ist nicht mal dabei. Oh mein Gott. The Rock einfach mal so da, ja, Cena kommt zurück, zeigt Elbow, alle sind mal ausrasten, ich lobe ihn hier in höchsten Tönen und wer kommt? The Rock. Und jetzt Cena, ja, jetzt will er es ihm zeigen. Ansatz zum Attitude Adjustment. Und da ist schon der AA. Der AA nach 12 Minuten 20. Cover. 1, 2, 3. Und da kann auch The Rock den Referee nicht ablenken. Cena gewinnt in wieder Turbo-Tempo. Was ein krasses Main-Event. Also mit The Rock. Es geht ja gar nicht besser. Und jetzt Cena gewinnt. Daniel Bryan applaudiert. Ja, so wollen wir das sehen. Daniel Bryan, fairer Verlierer, gratuliert John Cena zum Sieg und The Rock ist weg. Oh, 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 was bildet sich hier? Da kann man, stell dir mal vor, ich hätte jetzt eine Idee gehabt, Cena gegen Ryback bei Vengeance und jetzt kommt The Rock. Also wir werden sehen, was in den nächsten Wochen bei Raw passiert. Unglaublicher Ausgang hier bei Raw. John Cena besiegt Daniel Bryan in seiner Rückkehrmatch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da, wie immer, einen Daumen auch gerne, damit ich weiß, ob es euch gefallen hat oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Hell yeah!